Stadtbauerinnen, sehr geehrte Stadtverordnete, Gäste auf der Empore. Da müssen Sie sich aber noch einig werden. Also, gerade von den Grünen gehört, die Gespräche laufen schon und es wird schon ganz viel gemacht. Und jetzt haben wir von der CDU gehört, es bringt doch eh nichts, weil die Entscheidungen werden auf eher auf einer anderen Ebene gefällt. Also, wir sind als Fraktion auch nicht mit der Resolution als Antragsteller mit drunter, weil es uns auch ein bisschen zu tun gibt. Es ist die dritte, vierte Resolution, die wir heute machen. Und ich glaube auch, Politik wird nicht einfach nur durch Resolutionen oder durch Gespräche, sondern durch Handlungen gemacht. Und trotzdem werden wir die Resolution aber unterstützen, weil wir inhaltlich dahinter stehen. Und weil es ja nicht nur darum geht, dass wir damit Wintershall überzeugen, denn ich denke, Wintershall hat ziemlich deutlich gemacht, auf welcher Seite sie stehen. Nämlich in dem Moment, wo ihnen die Aktien wichtiger sind als die Menschen, und das ist jetzt der Fall, lassen sie die Leute über die Klinge springen. Und das betrifft hier in Kassel ziemlich viele Leute, das wurde kurz vor Weihnachten gemacht, und es wurde schon gesagt, die Art und Weise, wie es gemacht wurde, ist eine Sauerei. Wem geben wir dieses Signal? Also da geht es doch um die Beschäftigten. Und wann beschäftigen wir uns in dieser Stadt damit, was diese neue Situation ist? Es sind die 600 Beschäftigten, es sind die Familien, es ist die Kita, die dranhängt, es sind andere Förderungen, die die ganze Zeit gemacht wurden, Austausch und Responsibility, bis dann der Profit woanders hinzieht. Wie gehen wir als Stadt damit um? Und was haben wir für Perspektiven, dort auch Leute zu unterstützen, dort andere Perspektiven zu bieten? Es wurde gerade gesagt, es müsse rechtzeitig sein. Ja, ich glaube, wir hätten es vor Jahren machen müssen. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich uns als eine Region wie Kassel, wo wir viel Logistik haben, wo wir viel zu wissen, wie wir inhaltlich zu bestimmten klimaschädlichen Produkten stehen, wo wir gucken müssen, wie gestalten wir die Region so, dass es eben nicht am Ende die Beschäftigten sind, die dafür zahlen müssen, wie die Entwicklungen sind, sondern dass wir da für die Leute was Gutes rausholen und es eben kein Verlass auf die Konzerne ist. Und da finde ich, ist das einfach leider wieder ein Beispiel dafür. Genau, von daher werden wir inhaltlich die Resolution unterstützen. Ich finde, wir sollten uns als Stadt auch Gedanken machen, wie wir dort die Beschäftigten weiter unterstützen, auch bei Forderungen Richtung Sozialtarifvertrag und sowas auch angedacht ist, damit eben die Abwicklung möglichst gut irgendwie läuft und damit noch nicht noch weitere Felder betroffen sind.